Unsere arme ländliche Kultur fußt auf dem Geist der Aufklärung und somit ist Satire und Religionskritik geradezu staatsbürgerliche Pflicht. Schon Karl Marx sagte, Religionskritik ist Voraussetzung aller Kritik und die Voraussetzung für Religionsfreiheit. Wer in einer multireligiösen Gesellschaft leben will, muss akzeptieren, dass andere seine religiösen Überzeugungen für völlig abstrus halten und sich darüber kaputt lachen. Denn Freiheit heißt ja auch, es wird niemand gezwungen, zum Beispiel nach Düsseldorf zu ziehen. Ne? Oder zum Düsseldorfer Rosenmontagszug. Ja, gegen diesen Wagen von Jacques Tilly hat der Zentralrat der Muslime bereits 2007 heftigst protestiert. Nicht? Wirklichkeit, Klischee. Nicht? Sie erinnern sich. Nicht? Auch gegen die aktuelle Ausgabe von Charlie Hebdo echauffieren sich wieder Muslimverbände und schmallippige Kirchenführer auf der ganzen Welt. Es provoziere die Gefühle der Muslime. Ja und? Übertreibung, Respektlosigkeit und Verhöhnung gehören zum Wesen der Satire. Eine pluralistische Gesellschaft schützt die Satire als pointierten Input zum Meinungskampf. Das muss einfach jeder Depp aushalten. Denn wo die Satire nichts mehr darf, herrscht die Diktatur. Im Übrigen, liebe Muslime, es ist auch eure Freiheit. Eure Freiheit, Charlie Hebdo oder Titanic nicht zu kaufen, Mitternachtsspitzen nicht zu schauen oder nicht ins Kabarett zu gehen. Wer da was empfindlich ist, der kann es doch einfach lassen. Mit anderen Worten, man kann nicht in den Puff gehen und sich dann beschweren, dass da nackte Frauen drin sind. Sogar ich fühle mich in meinen ästhetischen Empfindungen oft zutiefst beleidigt. Aber dann gehe ich halt nicht auf ein Höhner-Konzert. Im Übrigen, es gibt nur zwei Systeme, die noch nicht dialektisch hinterfragt wurden. Der Islam und die FIFA. Wobei man das jetzt nicht vergleichen kann. Die FIFA ist schwulenfeindlicher. Also, liebe Zuschauer, das ist eine Satire-Sendung. Sie können jederzeit abschalten, einschalten und umschalten. Julia! Es fing ja alles an mit den Mohammed-Karikaturen von Kurt Westergaard. Die Entrüstung fundamentalistischer Muslime wurde ja gar nicht durch die Bombe ausgelöst, die der Däne ihm in den Turban gezeichnet hat. Das sagt der Islamist, ja, eine Bombe, da hat noch keinem geschadet. Nein, schon die bloße Abbildung des Propheten Mohammed gilt vielen Muslimen als Frevel. Und ich gebe zu, ich bin ein Feigling, ich habe mich daran immer gehalten. Ich habe Mohammed immer so dargestellt bei meinen Nummern, hier, von dem darf man sich kein Bild machen, nicht wahr? Oder so ähnlich, wie es die Taz letztens wieder gemacht hat. Hier, Herbert Koslowski, Name von der Redaktion geändert. Denn, ja, im Islam gibt es ein Bilderverbot. Man darf sich im Islam kein Bild machen, und zwar vor nichts. Denn wenn ein Maler ein Bild malt, dann ist er der Schöpfer. Wenn er aber Landschaften, Tiere und Menschen abbildet, äfft er damit Allahs Schöpfung nach. Und das gilt im Islam als gotteslästerlich. Wenn die überhaupt was malen, sind das Koran, Suren oder Ornamente. Gehen Sie mal in eine Moschee, dann sehen Sie, die Wände sind reich verziert mit Arabesken und Muster. Die haben die Tapete, aber nicht das Bild davor. Und man vermisst das Bild auch gar nicht, denn im Zentrum des Islam steht nicht das Bild, sondern die Übertragung des gesprochenen Wortes. Weshalb die meisten türkischen Geschäfte bis heute Handyläden sind. Aber woher hat denn der Islam dieses Bilderverbot? Du sollst dir kein Bild machen. Haben Sie schon mal irgendwo gehört? Wo steht das? In der Bibel. Der Moslem hat das von uns geklaut. Ja, wir dürfen uns nicht beschweren, wir haben es ja auch geklaut, nämlich vom Juden. Also, wir hatten das Bilderverbot früher auch. Und aus dieser Zeit stammt noch dieser Fisch, den sich viele Christen auf den Kofferraumdeckel kleben. Fisch heißt im Altgriechischen Ichthys, ne, was auch als Abkürzung gelesen werden kann für die griechischen Worte Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Ein Zeichen für Gott also, als man ihn noch nicht darstellen durfte. Und heute denken doch viele, das sei das Matthäus-Evangelium. Ne? Und heute haben wir dieses Bilderverbot im Christentum eben nicht mehr. Wem haben wir jetzt diese herrliche Bilderflut zu verdanken, die uns auch als Touristen in den Kirchen weltweit so viel Freude bereiten? Dem Islam.
Um 600 wurde der Islam in Persien erfunden und breitete sich nach Osten und nach Westen aus. Und 750 war er schon in Portugal und Spanien. Und da sagte sich die katholische Kirche, verdammt nochmal, uns gehen die Marktanteile flöten. Der Islam breitet sich ja schneller aus als Starbucks. Überall Filialen, Sunniten, Schiiten und Allah to go. Wir müssen jetzt dem Kunden etwas bieten, was der Moslem nicht hat. Bunte Bilder. Und so drang auch im Christentum Bild und Satire bis in den Kultraum vor. Gehen wir mal ins Zentrum des christlichen Glaubens in den Vatikan. Was sehen wir da? Gott wird pampig dargestellt. Und hier, das ist jetzt der Witz, Gott von hinten, ich war mit nacktem Hintern, der Schöpfer der Welt von hinten. Das ist im Grunde der Arsch der Welt, ne? In der Sixtinischen Kapelle. Ich habe mir ja eher irgendwo in der Eifel vorgestellt. Ne? Oder hier sehen wir die Vertreibung aus dem Paradies. Michelangelo, ne? Und was Eva da gleich vorhat, will ich mir gar nicht ausmalen. Es saugt und bläst der Heinzelmann. Charlie Hebdos Tarzan-Karikatur ist doch nichts dagegen, nicht wahr? Ne? Denn hier in der Sixtinischen Kapelle sitzen immer alle Kardinäle der Welt, gehen in sich, schauen an die Decke auf diese Zeichnung und wählen mit diesem Bild im Kopf den neuen Papst. Mehr Satire geht nicht. Ne? Und diese Übung im Umgang mit Satire fehlt natürlich, wenn man immer nur Muster abbildet. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Philosophie ist, wenn man trotzdem denkt. Und Religion ist, wenn man trotzdem stirbt. Was das alles mit dem Attentat auf Charlie Hebdo zu tun hat, zeigt uns ein Transparent auf dem Pariser Protestmarsch. Islamist zu sein und in einem koscheren Supermarkt zu enden. Eine Zeitschrift zu töten und in einer Druckerei zu sterben. Wenn Gott existiert, dann hat er Humor. Und wenn nicht, dann auch. Hier ist Thomas Reis. Herzlich willkommen. Ja, danke Jürgen. Wunderbar. Und ich sag mal, merci, Charlie. Sehr scharf, lieber Stefan. Wir werden jetzt nie wieder zusammen saufen und uns fragen, lebt die Satire noch? Denn du bist tot. Hättest du überlebt, dann würdest du sicher sagen, merci, ihr Surensöhne, dass Satire endlich mal wieder jemand ernst nimmt, das war überfällig. Ja, sonst kannst du Wahrheiten schreien, bis der Arzt kommt, es guckt keine Sau. Aber jetzt gibt es sie wieder, die tödliche Pointe. Das wertet unseren Berufsstand ein bisschen auf. Ne? Liebe Freunde, Freiheit ist immer Kampf gegen die Dummheit. Ich hätte es auch fast vergessen, hab schon ein bisschen gemuffelt, war toleranzig geworden. Aber wir sagen, jetzt reicht's. Schluss mit tolerant. Diese, wie soll man sie nennen? Nennen wir sie ruhig beim Namen, diese Religiösen. Ne, machen sie ständig lächerlich, sind dann aber äußerst verblüfft, wenn jemand lacht. Fühlen sich angegriffen. Worin? In ihrer Blödheit? Ich meine, die Religiösen müssen nicht notgedrungen böse sein. Bescheuert schon. Ja, das wusste schon Erasmus von Rotterdam vor 500 Jahren. Religion ist was für Kinder, Greise und Idioten. Klar, der Islam ist besonders idiotisch. Aber was ist an Hinduismus, Christen oder Judentum weniger besonders idiotisch? Eine Religion kann gar nicht anders als besonders idiotisch zu sein. Sonst wäre es nämlich keine Religion geworden, sondern eine Philosophie. Der Philosoph weiß, dass er nichts weiß, schon gar nicht die Wahrheit. Der Religiöse erklärt sich das, was er nicht versteht, mit etwas, das er noch viel weniger versteht. Das ist dann aber die reine Wahrheit. Dass man Theologie studieren kann als Wissenschaft, ist keine Geisteswissenschaft, sondern eine Geisteskrankheit. Oder? Hier teilt sich der Saal. Machen wir mal eine kleine Umfrage. Wer von euch glaubt an Gott? An irgendeinen? Das kann auch die heilige Pizzapappe sein. Ne? Komm. Outet euch, traut euch, das muss euch gar nicht peinlich sein, also nicht besonders. Aber es ist euch schon ziemlich klar, ihr geht auf dünnem Eis. Nehmen wir mal Maria, die Leihmutter Gottes.
Normal, ne? Da kommt der Heilige Geist, kannst du nichts erinnern, bist plötzlich schwanger, der Kölsch, ich kenn das vom Karneval. Ne? Ich möchte hier wirklich keine religiösen Gefühle verletzen. Aber einer muss es ja tun. Wer denkt an meine Gefühle? Ich fühle mich von diesem religiösen Firlefanz zutiefst verletzt als Homo sapiens, als vernunftbegabtes, als selbstbestimmtes Wesen. Ich bin Gott und das Gehirn ist mein Prophet. Das ist meine Meinung. Das heißt nicht ohne Grund Meinung, nicht Deinung oder Unsung oder Vaterunsung oder so ein Bullshit. Wer meint, uns diese Meinung wegballern zu wollen, der nehme sich bitte in Acht, denn wir werden euch totlachen. Ne? Es gibt ja besonders wirre Köpfe, die meinen, die Mörder seien nicht religiös motiviert. Ja, wie denn sonst? Jeder andere würde bei so einer Aktion darauf achten, dass er überlebt. Ne, der springt flugs ins Fluchtauto und brüllt vorher nicht erst noch dreimal Allahu Akbar. Da heißt es, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Klar, die RAF hat auch nie was mit Stalinismus zu tun. Die IAA ist zutiefst ökumenisch. Die Kirche hatte nie was mit Hexenverbrennung und die Judenverfolgung schon gar nichts mit Luther zu tun. Das war ja kein Hassprediger. Ne? Verbrennt ihre Synagogen, alle totschlagen, mitsamt ihrer Brut. Das ist nur so rausgerutscht, ne? Immer wieder. Sonst war Luther total nächstenlieb und aufgeklärt. Wieso wird da immer behauptet, dem Islam fehle ein Martin Luther? Ich meine, sie hatten doch Osama Bin Laden. Ja, der hat den Islam hinlänglich reformiert, oder? Thomas, hast du keine Angst jetzt vor den Protestanten oder so, wenn du sowas sagst? Und mein Sohn Dennis, bist du wahnsinnig? Was trägst du da für ein T-Shirt? Ist Schwein statt Islam? Ist das von der Pegida? Nein, Papa, ist von der Metzgerinnung. Voll fett, oder? Ja. Dir gehen die religiösen Spinner da auf den Sack. Ja, aber alle von diesen Spinnern, du kannst dich nur auf den Muselmännern rumhacken. Gerade jetzt. Gott, wenn schon, dann korrekt. Vielleicht keine Stellung für Missionare. Ja? Das ist auch witzig und nicht so gefährlich. Papa, wirst du jetzt zum Fundamentalistenversteher? Bloß, weil es jetzt halt einmal ernst wird. Du hast ja selber gesagt, die Moslems brauchen das Kopftuch nur, damit der Schädel zusammenhält. Ach Gott, das war scherzhaft. Da drum, scherzhaft. Hast deinen Humor verloren. Du warst immer gegen Kreuze im Klassenzimmer. Ja, ja, aber das war ein Fehler, das gebe ich zu. Kreuzigungen wären pädagogisch ganz hilfreich. Ja? Gerade im Klassenzimmer. Da wird euch verwöhnten Saublagen täglich plastisch vor Augen geführt, was passiert, wenn man sich zu sehr auf seinen Papa verlässt. Ja? Mein Sohn, ich war anders, also nicht so träg, ja? Auch politisch, ich wollte diese scheiß Gesellschaft noch ändern. Da ist das super gelungen. Tja, liebe Freunde, wir sind gescheitert und wir werden immer wieder scheitern. Aber unseren Scheiterhaufen, den suchen wir uns selbst aus.